Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben vor uns bzw. in der Hand das Apple iPhone 5C und wir wollen mal schauen, wie es sich denn im Dunkeln so als Kamera-Handy macht. 1080p ist natürlich die Auflösung, das Licht ist extrem schlecht, manche sagen auch dunkel und wir wollen mal gucken, ob wir da trotzdem irgendwas Ordentliches, mehr oder weniger Gutes rausbekommen. Wir gehen einfach mal hier ein bisschen durchs Dunkle, durchs Hellere, durch die Lampen. Auch bei schlechtem Licht, selbst wenn es Lampen sind, gibt es natürlich oftmals ein krasses Rauschen. Ja, die Gebäudeumrisse erkennt man da vielleicht sogar mehr. Ich kann es mir auf dem PC gleich nochmal anschauen und bin sehr gespannt. Das war's auf jeden Fall mit diesem Testvideo. Es ist dunkel, es ist ein Apple iPhone 5C und es ist eine 1080p Testaufnahme. Vielen Dank für eure Zeit, macht's gut, ciao. Neben einem Video im Dunkeln gibt es natürlich auch hier wieder Fotos. Was soll ich sagen, schlecht ist die Kamera auf gar keinen Fall. Man bekommt eigentlich vieles drauf, selbst wenn es im Dunkeln steht. Allerdings sind die Bilder sehr, sehr stark verrauscht. Das heißt, es gibt ein sehr starkes Rauschen. Die Schärfe ist ebenfalls bei weitem nicht optimal. Das macht beispielsweise das Nokia Lumia 1020 deutlich besser. Und auch, wie wir jetzt gleich sehen, das Apple iPhone 5S. Das hier wurde aufgenommen mit dem 5C. Dieses Bild, das wirklich deutlich schärfer ist und nur 2 Minuten vorher aufgenommen wurde, mit dem 5S, ist da wirklich schon eine ganz andere Liga. Naja, das waren ein paar Testbilder des 5C bei Nacht. Vielen Dank für eure Zeit, macht's gut, ciao.